Der Gesundheitssprecher der Grünen setzt fort, Ralf Schallmeier. Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause, zuallererst möchte ich dem Minister gratulieren zu einer Personalentscheidung, die erst vor, glaube ich, einer Stunde oder zwei offiziell geworden ist. Die Kollegin Ines Stilling, ehemalige Übergangsministerin und hohe Beamtin im Ministerium, wird neue Generalsekretärin. So viel auch zu dem Thema. Kompetenz sticht Parteipolitik. Auch das ist grünes Arbeiten. Das ist grüne Arbeit. Ja. Gleich anschließend an das, was eben der Kollege Kucher gesagt hat. Kollege Kucher, so wenig. Stimmt, ja. Der gesamte Topf in Österreich sind 42 Milliarden Euro in etwa, was das Gesundheitswesen eben ausmacht. Das ist der Faktor. 42 Milliarden Euro, das ist das, was wir in Österreich ausgeben für Medikamente, Behandlungen, ja, Operationen, Präventionsmaßnahmen etc. 42 Milliarden Euro, davon sind 11 Milliarden Euro privat veranschlagt und ca. 31 Milliarden Euro, das ist in etwa die Berechnung, kommen eben aus der öffentlichen Hand, sei es jetzt über Transferleistungen, Steuern oder über irgendwelche Versicherungsleistungen. Aber nur 1,2 Milliarden Euro stehen in diesem Budget. Und wir haben ja beide heute schon darüber diskutiert, an was liegt das? Naja, an dem, was ich am Dienstag ja auch schon einmal erwähnt habe. Wir haben ein massiv kleinteiliges System hier in Österreich, wo irrsinnig viele Leute mitspielen. Und der Bund ist einer davon. Der Bund schlägt sich nieder mit 1,2 Milliarden Euro. Gemessen an den 42 Milliarden Euro sind das 3% des gesamten Kuchens. Das erklärt übrigens auch Kollege Loacker, warum der Minister in Wirklichkeit ein Moderator in erster Linie ist und nicht derjenige ist, der einfach nur anschaffen tut und sagt, spring, hüpf und mach. Ja? Auch das gehört dazu, weil wer zahlt, schafft an. Das wissen wir alle miteinander. Aber reden wir über die 1,2 Milliarden Euro, reden wir darüber, um was es hierbei geht. Es geht darum, dass hier in diesem Budget, wie der Kollege Kucher auch richtig gesagt hat, es sind die Kosten für Corona, für Covid-19 sind noch nicht eingerechnet. Das heißt, es sind hier noch nicht drinnen die 400 Millionen Euro in etwa, die wir brauchen werden für die Anschaffung von Desinfektionsmitteln, von eben den ganzen Schutzbekleidungen etc. Es ist auch natürlich noch nicht drinnen der Anteil am Budget oder der Anteil am Geld, den wir brauchen werden, um die ganzen Einnahmen zu kompensieren oder die Einnahmenausfälle zu kompensieren, die wir eben in der Zukunft eben brauchen, die jetzt eben aufgrund dieser Krise sozusagen ja, sich eben ergeben. Und natürlich, über was wir auch reden müssen in dem Zusammenhang, ist, was muss das Ziel unseres Gesundheitswesens sein? Wohin soll die Reise gehen mit dem Gesundheitswesen, wie wir es eben hier in Österreich haben? Aus meiner Sicht, aus grüner Sicht, ist das Ziel das, dass wir ein solidarisch finanziertes Gesundheitswesen haben, das für alle zugänglich ist, das für alle, sprich nicht nur für Arm und Reich in der Aufteilung für alle zugänglich ist, sondern auch Land, Stadt für alle zugänglich ist und für alle greifbar ist. Dankeschön. Das heißt, wir brauchen eben entsprechende Maßnahmen, wie wir sie auch im Regierungsprogramm festgeschrieben haben. Da gehören dazu die Primärversorgungszentren, da gehören dazu die Community Nurses, die Aufwertung der nichtärztlichen Berufe, da gehört dazu der Ausbau des Angebots von Psychotherapie und klinischer Psychologie, ganz wichtig. Ja. Da gehört aber auch dazu der Ausbau der Präventionsmedizin. Dazu haben wir uns bekannt, dazu stehen wir auch. Das sind aber Dinge, die nicht unbedingt immer sofort budgetrelevant werden, weil sie eben über die ganzen, wie ich erst gesagt habe, kleinteiligen Organisationen, die mit dranhängen, dann eben auch umgesetzt und mitfinanziert werden. Aber entscheiden werden wir sie hier herinnen alle gemeinsam müssen. Was wir aber auch brauchen, ist die Frage, oder wir müssen die Frage klären, wie werden wir die Kosten, die jetzt eben im Zuge der Pandemiebekämpfung aufgetaucht sind, die jetzt eben entstanden sind, die Defizite, wie werden wir die ausgleichen? Da möchte ich schon beim Kollegen Kotzer, der eben am Dienstag gemeint hat, wir müssen tabulos diskutieren, tabulos darüber diskutieren, was wir einnahmenseitig machen, da möchte ich mich schon anschließen, da gebe ich dem Kollegen Kotzer recht, wir werden tabulos auch über neue Einnahmequellen eben reden müssen. Wir werden auch darüber diskutieren müssen, wie es sein kann, dass momentan das Gesundheitswesen nur durch Einnahmen aus Arbeit finanziert werden und eben zum Beispiel Kapitalerträge eben keinen Anteil daran leisten. Das werden wir ändern müssen, dieser Diskussion stelle ich mich, da gehe ich auch mutig hinein, weil, wie heißt es schön bei uns Grünen, Zukunft wird aus Mut gemacht, seien wir mutig in die Zukunft. Meint Ralf Schallmeier von den Grünen, er ist Gesundheitssprecher, tabulos müsse über neue Einnahmequellen für die Gesundheit geredet werden. Auch Kapitalerträge würden da nicht ausgeschlossen werden, meint er.